Wo bin ich überhaupt? Ach, da in den Gärten. Plus 2. Ich doch mal die an. Hätte ich nicht lieber auf die Ritterhandschuhe warten sollen? 28. Shit. Habe ich das jetzt mal gespeichert? Ja, egal. Was hat denn Metallurgie minus 0 plus 0? Ach so. Weil ich das woanders dran habe. Ist doch 31. Ich spare das Zeug noch ein bisschen auf. Zappel da nicht rum. Scheiß drin.
sind das? Weiter auftauchen. Irgendwie fehlt doch noch was. Irgendwie fehlt doch noch was. Wo Bergrauch wächst. Das ist ja ganz was anderes. Ich weiß nicht. Hier ist alles gesäubert.
nur dem Weg folgen. Da geht's auch hoch zur Uni. Das wollen wir ja gar nicht, oder? War da noch ein Dokument? Irgendwas geglitzert? Nee. Jetzt vielleicht. Dann mache ich mich doch gleich noch da weiter. Irgendwo am Strand lang. Hafen hört sich so an, als ob ich da noch mal hin müsste. Außerdem ist es das Endgelände von der Uni. Dann setzen wir da mal einen persönlichen Teleporter hin. Was soll ich hier? Ja, wo sind denn die Insekten? Schöne Aussichten. Ja. Ah ja, da sind ja die Mantis. Die sind ja übel zu bekämpfen. Was?
Greifer eines Mantis. Kommt mir hier jetzt besonders groß vor, oder? Ja. Was soll das darstellen? Lost Grove. Was hast du mir diesmal zu sagen? Es ist erledigt. Etwas anderes wollte ich auch nicht hören. Nun gut, einmal abgesehen von gewissen Verzögerungen, bin ich sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit. Mit deiner Hilfe konnte ich meine Stellung in New Ashers konsolidieren. Ja, ich kann mich tatsächlich über keinerlei Störungen meines Tagesgeschäfts beklagen. Alles ist so bemerkenswert ruhig dieser Tage. Du bist natürlich jederzeit willkommen. Nur im Moment habe ich nichts zu tun für dich. Aber ich lasse es dich wissen, sollte sich das ändern. Es war mir eine Ehre. Wo eigentlich die Kiste? Was ist der Grund? Die Teeparty. Dann lass uns doch mal dahin. Schöne Aussichten. Und wie langsam die sich bewegen, trifft es nicht. Eigentlich ist das oberpeinlich, oder? Thank you.
Schauen wir mal. Ich bin noch nicht tot. In der Engelwurz. Wo? Muss ich jetzt echt da? Ich hab doch Engelwurz. Aber okay. Und so die doofen Regeln sind. Und ich kann ja gucken, ob es hier noch irgendwie was gibt, oder? Großen Teil. Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. Hatte ich nicht am Hafen eine abgelegt? Doch hier im Hafen einen Teleporter abgelegt. Den weggespült oder was? Komme ich hier eigentlich durch und hinten raus? Müsste ich doch eigentlich, hm? Ich hatte doch deinen persönlichen Teleporter hingesetzt. Ich auch noch hier, an dieser Stelle. Ja, das ist er weg. Diebstahl. Hast du den geklaut? Hey, wenn ich mit einem nicht gerechnet habe, dann ist es dich hier wiederzusehen. Wir kennen uns. Kann man wohl sagen. Du hast mich zu Brei geschlagen. Damals bei deiner Flucht aus Wagmar. Du hattest einen Knüppel, weißt du noch? Voll auf die 12. Das war sozusagen ein Wendepunkt in meinem Leben. Mhm. Ah, du bist diese Wache. Du hast mich K.O. geschlagen. Und zur Strafe durfte ich noch 3 Wochen Latrinen putzen. Das hat mir den Rest gegeben. Ich bin abgehauen und hab mich nach New Eschos abgesetzt. Tja, so sieht man sich wieder. Tja, ich hätte tot sein können. Aber so war es mein Glück. Du hast in meinem Schädel alles an seinen richtigen Platz gerückt. Ich weiß jetzt, wie ich leben will. Hab mir ein kleines Geschäft aufgebaut. Wenn du willst, kannst du mir eins von meinen Booten abkaufen. Das ist wirklich interessant. Für dich nur 3000 Auras. Ja. Ich wollte schon immer zur See fahren. Hier sind die 3000. Na, was sagst du? Dein neues Boot. Ich hoffe, es ist nicht das. Wunderschön. Hab ich recht? Oh ja. Ja, wirklich. Wo hast du das gelernt? Sagen wir, ich hab da meine Quellen. Ach, dir kann ich's ja verraten. Meine Freundin ist Meerjungfrau. Jede Nacht lausche ich ihren Liedern. Deshalb weiß ich so viel über das Meer und die Seefahrt. Also frag mich nur, wenn du was wissen willst. Das ist mein spezieller Service, nur für dich. Ja, dann erzähl mal. Wie steuert man eigentlich? Wie steuert man eigentlich? Du musst mit dem Wind fahren. Beweg einfach das Ruder so, dass du nicht gegen den Wind steuerst. Hm? Außerdem kannst du das Segel mit dem Tau neu ausrichten. Behalte die Windrichtung gut im Auge.
Du kannst sie auf deiner Karte ablesen. Kann ich die Fahrt beschleunigen? Je besser das Segel zum Wind steht, desto schneller wirst du. Es sollte im steilen Winkel zum Mast stehen. Wie nutze ich den Wind am besten? Beobachte immer gut die Windrichtung und richte das Segel optimal danach aus. Du wirst sehen, wie du langsam an Fahrt gewinnst. Die rote Wetterfahne an der Mastspitze zeigt die Windstärke an, die du im Moment gerade nutzt. Nein, da musst du kreuzen. Kann ich auch gegen den Wind segeln? Na klar, wenn du genug Erfahrung hast. Du musst immer schräg zum Wind kreuzen. In einer Art Zickzacklinie. So fängst du den Seitenwind ein. Aber du wirst sehen, es ist gar nicht so leicht, das Ruder richtig zu bewegen. Allzu schnell kommst du auch nicht voran. Manchmal ist es einfach besser, auf das richtige Wetter zu warten. Ich glaube, das wäre schon alles, was ich wissen muss. Mhm. Soll ich den hier nochmal, meinen Teleporter? Oder meinst du, verschwinde dann wieder? Bleibst du diesmal da? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Wer bist denn du eigentlich? Jetzt muss ich mir wohl was Neues ausdenken, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber nicht Teleporter klauen. Sehe ich doch im Teleporter. Vielleicht hat er den nicht aufgebaut. Ich bin wundern, warum ich meinen eigenen Teleporter nicht sehe. Jetzt muss ich hier irgendwo. Kann das sein? Guck mal, der hat noch was. Mal sehen. Nee, eigentlich müsste ich vorher. Hier so runter. So mehr. Da will jemand Ärger. Wer will Ärger? Wo? Wer will Ärger?